Hallo, ihr Lieben, ich habe heute mein Päckchen von Bastelspaß mit Biene bekommen und habe hier ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk von ihr, was ich jetzt als erstes gerne mit euch zusammen auspacken möchte. Ich bin ja gar nicht neugierig. Die Spannung steigt. Oh nee, Stempel. Ach, die sind aber schön. Also schöne Blumen. Ich bin jetzt ein bisschen ruhiger. Ich bin mir die am Angucken. Die sind ganz filigran. Die sind total schön. Von Do Crafts, Paper Mania. Oh, da freue ich mich. Und das hier. Oh, das sieht schon richtig toll aus. Oh, ich glaube, das ist so ein Junk Journal und das finde ich jetzt mega cool. Ja, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Hier ist so ein Gummiband, hier ist eine total schöne Bordüre. Das sieht so cool aus hier mit diesen Löchern. Eyelids heißen die, glaube ich. Boah. Hier ist so eine Folie. Da habe ich direkt mal zwei so total schöne Karten. Ich glaube, sie hat das auch alles distressed. So sieht das irgendwie aus. Ah, das kann man so aufklappen. Boah, das ist total schönes Papier. Das ist auch total schön. Und hier am Rand auch distressed. Von der Rückseite so. Hier ist noch eine Tasche, da kann man was reinschieben. Ist hier auch eine Tasche. Ich will ja hier nichts übersehen. Das finde ich cool mit der Folie. Dann kann man hier. Oh. Das ist so einlaminiert. Das ist total schönes Papier. Zack. Die sind hier alle mit Bändchen fest. Ich glaube. Und hier ist das festgezogen. Ja, sowas habe ich noch nie gemacht. Da bin ich jetzt ein bisschen am Staunen. Da, jetzt muss ich das erstmal kapieren, was hier ist. Das klappt man das. Ach, da ist ein Klett. Ach, ich sehe hier gerade. Oh, die sehen ja cool aus. So, ich weiß gar nicht, ob das gerissen ist. So Taschen. Die sehen ja wirklich mega cool aus. Ich hatte ja auch so ähnliche Taschen gemacht, aber auf die Idee, das zu reißen, bin ich nicht gekommen. Finde ich aber super schön. Ich hatte für Tienchen so Taschen gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die bei ihr gesehen habt. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Ne, Moment, die war hier oben drin. Das habe ich aber noch nicht freigeschaltet. Da habe ich mit dieser Schere hier Taschen gemacht aus Buchseiten. Aber das mit dem Reißen finde ich auch mega schön. Ah, hier ist wieder dieser schöne Schmetterling. So, also hier ist jetzt Klett. Das ist eine total coole Idee. Hier ist auch wieder so eine Folie. Hier kann man schön was reinschreiben. Das ist echt toll. Dann haben wir hier wieder eine Tasche. Das kann man so ausklappen. Ach, das ist wunderschön. Das ist total schön. Hier hat sie so eine Büroklammer zum Zumachen benutzt. Und hier sind jetzt so Kraftpapiere. Auch wieder so eine Tasche.
Also die kann man, glaube ich, rein theoretisch auch rausholen, aber das mache ich jetzt lieber nicht. Das ist echt cool. Hier ist jetzt, ich muss sowas unbedingt auch mal ausprobieren. Ich meine, gut, mein erstes wird wahrscheinlich nicht so werden. Das werde ich so nicht hinkriegen. Aber sie hat ja auch Anleitungen. Habe ich bei ihr auf jeden Fall schon mal was gesehen. Vielleicht mache ich jetzt. Oh, guck mal, wie süß. Das ist jetzt das nächste. Ich sag mal Heftchen. Und da ist so ein Notizblock drin. Und hier oben mit so einer Schleife und so einer Klammer. Genau, kann man quasi so rausholen. Hier ist auch so. Das ist echt schön. Das sind so coole Ideen. Jetzt sind wir hier. Hier ist wieder Klett. Das finde ich auch so cool mit dieser Folie. Und das sind jetzt so karierte Blätter. Weil da muss ich mir echt überlegen, was ich da reinschreibe. Ich will ja solche Sachen dann immer für ganz besondere Notizen benutzen, weil das halt so schön ist. Das Papier ist auch total schön. Hier, wie das aussieht, das ist wunderschön. Hier ist noch eine Tasche. Ah, hier ist auch so eine Tasche mit so Text. Guck mal, wie schön die Blumen sind. Ich mag ja so florale Papiere mit so schönen Blumen. Ich liebe das. Auch hier, das ist auch total schön. Dann haben wir hier noch so einen Umschlag. Und hier. Ach, den kann man auch so runterklappen. Guckt euch das mal an, wie raffiniert. Und hier sind, glaube ich, auch so Text drin. Oh, jede Menge. Ah, total schön. Ich liebe Schmetterlinge. Ach, hier ist noch eins. Das ist echt wunderschön, Biene. Das werde ich mir heute, glaube ich, den ganzen Abend angucken. Hallo. Und hier was zum Beschreiben. Und hier ist noch so eine Postkarte. Ja, finde ich total schön. Der ist auch irgendwie so eingefärbt. Das wollte ich auch mal ausprobieren. Papiere einfärben. Mit Kaffee oder so oder mit Tee vielleicht auch. Oh, das ist wunderschön. Und dann kann man hier wieder das Bändchen drüber ziehen. Ach, das hat sie mit so einer Klammer gemacht. Die habe ich auch, die Klammern. Ach, das finde ich so schön. Das sieht so schön aus. Ich wiederhole mich. Ja, Biene. Ich bin ein bisschen sprachlos. Die Stempel sind natürlich auch toll, aber sowas, ich liebe ja so selbstgemachte Sachen und dieses so Junk Journals. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Junk Journal ist oder ob das eher so ein, wie nennt man das? Ja, ich bin mir da nicht sicher, aber ist egal, ist auf jeden Fall wunderschön. Und ja, da werde ich auf jeden Fall schöne Sachen reinschreiben. Hier könnte man ja auch so Fotos und was dazu schreiben oder so. Ja. Vielen Dank, Biene. Ich freue mich mega. Es ist wunderschön. Die Papiere sind. Ich finde es. Guckt euch das mal an, wie schön die sind. Das ist, glaube ich, ein Schnittmuster. Alles mit Blumen. Hier ist noch so eine Briefmarke. Finde ich total schön. Ich bin immer noch am Staunen, weil ich habe sowas noch nie gemacht und würde es gern mal machen. Ich muss mal deine Videos durchgucken. Ich weiß, dass du da irgendwann mal eine Anleitung gemacht hattest oder zu was Ähnlichem.
Vielen Dank, ich freue mich mega darüber. Das ist ein Traum. Und ja, das werde ich mir jetzt noch stundenlang angucken und streicheln. Und ich freue mich wirklich total. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.